Und der erste Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat soeben Platz genommen und er wird jetzt gleich diese Sitzung eröffnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Abgeordnete, ich darf Sie recht herzlich zur 101. Sitzung des Nationalrates begrüßen. Ich darf die Damen und Herren Journalisten recht herzlich begrüßen und auch die Damen und Herren, die zu Hause an den Fernsehschirmen uns verfolgen. Ich eröffne die 101. Sitzung des Nationalrates, die aufgrund eines ausreichend unterstützten Verlangens gemäß § 46 Absatz 7 der Geschäftsordnung einberufen wurde. Die amtlichen Protokolle der 97. und 98. Sitzung vom 21. April 2021 sowie der 29. und 100. Sitzung vom 22. April sind in der Parlamentsdirektion aufgelegen und wurden nicht beanstandet. Verhindert sind heute die Abgeordneten Fürlinger, Gerstl, Lindinger, Gabriele Schwarz, Keck, Kollross, Leimer, Lindner, Oberrauner, Bösch, Hafenecker, Hofer, Kanyak, Kassecker, Reifenberger, Schrangl und Eipeltauer. Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisung darf ich gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilten Mitteilungen verweisen. Der ORF gibt bekannt, dass er die Sitzung in voller Länge live überträgt. Um die Tagesordnungspunkte 1 und 2 in Verhandlung nehmen zu können, ist es gemäß § 44 Absatz 2 der Geschäftsordnung erforderlich, von der 24-stündigen Auflagefrist abzusehen. Bei den Punkten 1 und 2 handelt es sich um den Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1466 durch ADA-Abgeordneten Smolle-Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen, betreffend eines Bundesgesetzes, mit dem das Epidemiegesetz und das Covid-19-Maßnahmengesetz geändert werden, 183 der Beilagen, sowie den Bericht und Antrag des Gesundheitsausschusses über den Entwurf eines Bundesgesetzes mit der einer Novelle des Epidemiegesetzes und des Covid-19-Maßnahmengesetzes soll, wie bereits erwähnt, die Gleichstellung der Geimpften mit den Genesenen und Getesteten erfolgen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für den grünen Pass, der ab Ende Mai in Österreich eingeführt werden soll und ab Sommer in einer europaweit einheitlichen Variante existieren soll. Zustimmung geben und ein dementsprechendes Zeichen ersuchen. Das ist einstimmig angenommen. Es ist vorgeschlagen, die Debatte über die Punkte 1 und 2 der Tagesordnung zusammenzufassen. Wird dagegen ein Einwand erhoben? Auch das ist nicht der Fall. Zwischen den Mitgliedern der Präsidialkonferenz wurde ein Konsens über die Dauer der Debatte erzielt. Gemäß § 57 Absatz 3 der Ziffer 2 der Geschäftsordnung wurde eine Tagesblockzeit von 2,5 Wiener Stunden vereinbart, sodass sich folgende Redezeiten ergeben: 49 Minuten für die ÖVP, 34 für die SPÖ, für die FPÖ 28, für die Grünen 25 und für die NEOS 20 Minuten. Gemäß § 57 Absatz 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit von den Abgeordneten, die keinem Club angehören, 5 Minuten für die Debatte. Wir kommen zugleich über die Abstimmung der vorgestellten Redezeiten. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um ein dementsprechendes sichtbares Zeichen. Das ist wiederum einstimmig. Dankeschön. Wir gehen in die Tagesordnung ein und gelangen zu den Punkten 1 und 2 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird. Es sind dies, wie schon gesagt, der Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1466 der Abgeordneten Smolle, Schallmeiner, Kollegen und Kollegen betreffend des Bundesgesetzes, mit dem das Epidemiegesetz, das Covid-19-Maßnahmengesatz geändert werden, in 813 der Beilagen, sowie der Bericht und Antrag des Gesundheitsausschusses über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz und das Bauernsozialversicherungsgesetz und das Beamtenkranken- und Unfallversicherungsgesetz geändert werden, in 814 der Beilagen. Auf die Berichterstattung wurde verzichtet.